Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sandwich. Enderal. So. Wir gehen jetzt gerade in unser Haus schlafen. Verkaufen dann ein bisschen was und gehen dann. Nein, wir verkaufen nichts, wir gehen direkt zur Zeremonie dann. Wenn sie denn dann schon ist. Ne, dieser Konjunktiv muss uns gestattet sein, immerhin. So. Zehn Groschen. Danke. Hier, nimm und kauf dir was Schönes. Vielen Dank, ebenso. Jeder Tag wie der letzte. Jesper abends am Wachturm treffen. Aha. Was? Schönes Fräulein. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Aufnahme in die Reihen des Ordens. Du kennst meinen Standpunkt zu deinen neuen Schwestern und Brüdern ja bereits. Aber nach unserem letzten, sehr erfreulichen Gespräch im Tanzenden Nomaden würde mich das Gewissen, dir nicht zumindest in Person gratuliert zu haben, nachts um den Schlaf bringen. Falls es dir deine heiligen Pflichten also erlauben, triff mich an dem alten Wachturm westlich von Ark. Besten Gruß, Jesper. Natürlich gerne. Aber erstmal werden wir schlafen. Und dann den Rest. So. Ab in mein Haus. Wieso rechnet das eigentlich die ganze Zeit? Kann mir das irgendjemand sagen? So. Ich werde übrigens nicht unbegrenzt, also bis 8 Uhr schlafen, sondern eine Stunde früher aufwachen. Es ist jetzt 4 Uhr, dementsprechend 3 Stunden. Schlaf muss reichen. So. Einfach nur aus Sicherheit mache ich 24 Stunden draus. Damit ich wirklich den nächsten Tag bei 3 Stunden kann sein. Ist vielleicht nicht die Vorbereitung, die getroffen wurden. Ne? Gibt es Leute, die, ich sag mal, jetzt ganz normal gesund sind, die 24 Stunden schlafen können? Also außer Apo Wet. Apo, das heißt Wet. Der ist natürlich 24 Stunden im Bett eingesperrt. Alarm geht an. So, ja, der wunderschöne frühe Morgen. Hier ein Traum in der Stadt. Man kann da oben auf den Sonnentempel sehen. Ist das ein Traum oder ist das ein Traum, meine Damen und Herren? So. So. Genau, ich wollte mich ja vorher noch mit dem Typen treffen. Wieso habe ich den Ring des Lichtpatens, was bringe ich doch? Das bringt mir noch relativ wenig. Oh, ich wollte nicht nackt rumlaufen.
Ich wollte so rumlaufen, wie eine normale Dame eben aussieht. Wobei, ohne Rucksack sieht vielleicht noch edler aus. So gehe ich nämlich zu meiner Zeremonie und vorher natürlich zu Jesper. Jesper abends am Wachturm treffen. Okay. Zusammen an der Zeremonie im Sanktum teilnehmen. Wo ist der Sondar? Perfekt. Ich freue mich schon auf unsere Zeremonie. Ich fühle mich ready. Das ist mehr wie eine Hochzeit, ne? So. Ach ja. So. Auch hier rein in das Sanktum. Klar, wer kennt's nicht, ne? So. Haben wir auch. Super. Ich verstehe diesen Raum immer nicht. Er musste ich hoch darunter. Ich glaube hoch. Anscheinend wirklich hoch. Muss ja alle da. Ich bin zu spät. Tut mir leid. Naja, wir sitzen hier noch Novizen und die ein Meister Ragon natürlich. Was? Ruhe Martha Akavia? Hallo! Dies ist der Tag, an dem mein altes Ich vergeht, denn ich empfange das Siegel. Von nun an lebe ich, um zu beschützen.
mit dem Schwert und mit Geist, dem Pfad, mein Land und die ohne Kraft sind. Bis der Tod mich meiner Pflicht enthebt. Was hat es mit diesen Siegeln auf sich? Und das war's nun? Ich bin jetzt eine Ohrenzüchterin? Dann auf bald. Amen. Ja, ich kenne das ja. So, was mache ich jetzt? Optionale Hütergewandung in der Tempelschmiede abholen. Brauche ich jetzt? Eigentlich nicht. Kalia! Was, eine Hüterin zu sein? Schreitet wohl, Schwester. Ja, das ist so ein bisschen wie wenn man 5 Jahre Chemie, plötzlich bist du Doktor. Grüße. Wie steht. So richtig begeistert seid ihr von meiner Weihe aber nicht, oder? Glückwünsche hin und her. Wie steht ihr zu Großvater Arantheal? Ihr scheint euch gut zu kennen. Ihr habt sozusagen gemeinsam beim Ohren begonnen. Gilt das auch für die Truchesser? Ich habe gehört, dass sie ursprünglich nicht erhabenen Pfades war. Wenn ihr aus derselben Generation wie Arantia stammt, habt ihr dann auch im großen Krieg gekämpft gegen seinen Sohn Narazul? Das ist ein so arroganter Mistsack. Denkt er, wäre besser nur, weil er Siegelführer ist. Ha! Er wird noch sehen. Der wird noch sehen. So. Soll ja irgendwie hier die Rüstung gar ja, genau. Brause.
Morgen. Ich muss mich ausrüsten. Zeigt mir eure Ware. Es heißt, ich soll hier meine Ohrensrüstung abholen? Platte. Ich muss mich ausrüsten. Zeigt mir eure Ware. Ja. Für wie viel kann ich das Harnisch von dieser Rüstung? Das ist doch nix. So. Also direkt bekommen, direkt verkauft. Das ist so, so lebt sich's. Das ist das Leben, ey. Das ist das Leben, wirklich. So. Das ist eine gute Rüstung, Leute. So, hallo. Ich würde gerne handeln mit euch. Hallo. Ja gut, dann nehme ich. Meine Erinnerungspunkte, 3 Handwerkspunkte, 6 Lernpunkte. Ich bin immer noch nicht auf 100, ne? Mann. So. Optional abgeholt. Jetzt treffe ich mich mal mit Telalor. Weil ich habe sie abgeholt und verkauft. Dazu muss ich nichts sagen, ne? Das ist auf jeden Fall Wertschätzung Paul ganz oben dabei. Moin. So, hier rein. So, da oben ist er. Aber das machen wir in der nächsten Prüfung. Bis dahin und tschüss.